Die Hypnose beinhaltet extra starke Delta Binaural Beats. Hört sie euch deshalb am besten mit Kopfhörern an, um den vollen Effekt auskosten zu können. Finde dir einen bequemen und schönen Platz auf deinem Sofa oder auf deinem Sessel und versuche wirklich deinen Körper zu entspannen. Du brauchst deine Augen noch nicht zu schließen. Versuche besonders im Schulter- und Nackenbereich deine Muskulatur zu entspannen. Lass deinen Kieferbereich ganz locker und atme tief durch deinen Mund ein und aus. Versuche deinen Körper dabei immer mehr zu lockern. Versuche nicht zwanghaft dich zu entspannen. Die Entspannung wird schon so kommen, indem du dich auf meine Stimme und auf meine Anweisung konzentrierst. Wenn deine Konzentration nachlässt, dann versuche dich wieder auf meine Stimme zu konzentrieren. Die Entspannung muss nicht perfekt sein, um Erfolge zu erzielen. So, dann fangen wir langsam an. Wenn du bereits fühlst, dass die Entspannung schon eintrifft, entspanne deinen Nacken und deine Schultern und finde einen bequemen Platz für deinen Nacken- und Schulternbereich. Denk dran, wenn du die Suggestionen hörst und willst, dass die Suggestionen wirklich funktionieren, ist deine Aufgabe, an der richtigen Einstellung festzuhalten. Und die richtige Einstellung ist ganz einfach und lautet: Mir gefällt diese Suggestion und ich weiß, dass sie bei mir funktionieren wird. So, atme schön tief ein, fülle deine Lunge komplett auf und halte kurz die Luft an. Wenn du ausatmest, schließe deine Augen und lasse eine wundervolle Welle der Entspannung durch deinen ganzen Körper fließen. Versuche den psychischen Druck, den du hast, jetzt einfach aufzulösen. Es ist ein Druck, den jeder von uns hat, durch unser alltägliches Leben. Entspanne dich einfach und lass alles los. Lass alle Sorgen und Probleme los. Ich bitte dich jetzt, deine Augenlider komplett zu entspannen. Entspanne deine Augenlider so schön und komplett, wie es nur geht. Solange du dich nicht dafür entscheidest, die Entspannung aufzulösen, werden deine Augenlider ganz schön entspannt liegen und sich nicht von der Stelle bewegen. Entspanne deshalb deine Augenlider so tief, wie du nur kannst. So tief, dass sie nicht mehr funktionieren. Halte die Entspannung jetzt aufrecht und teste jetzt deine Augenlider, ob sie tatsächlich nicht funktionieren, indem du deine Augenbrauen hoch und runter bewegst. Deine Augenlider werden sich aber trotzdem nicht von der Stelle rühren. Sie werden ganz schön tief und entspannt liegen bleiben. Sehr gut. Du kannst jetzt mit dem Test aufhören. Entspanne jetzt deine Augenlider noch viel mehr als davor. Stelle dir jetzt die Entspannung, die du in deinen Augenlidern hast, ganz genau vor und lasse sie bis zur Spitze deines Kopfes steigen. Entspanne alle Muskeln um deinen Kopf herum. Spüre einfach die wunderschöne Entspannung. Lasse sie jetzt durch deinen ganzen Körper fließen, durch deinen kompletten Körper fließen, wie eine warme, schöne Welle der Entspannung. Wie eine warme, schöne Welle der Entspannung. Wenn du die Welle der Entspannung durch deinen ganzen Körper sendest, fühle wirklich, wie die Entspannung wellenartig von der Spitze deines Kopfes bis zu deinen Zehenspitzen durchdringt. Erlaube jedem Muskel und jedem Nerv, sich zu entspannen.
Lasse dir wirklich Zeit, jeden Muskel und jeden Nerv in deinem Körper zu entspannen. Spüre, wie dein Körper immer entspannter und ruhiger wird. Jetzt möchte ich, dass du dich viel, viel tiefer entspannst, um wirklich die Entspannung auf ein sehr tiefes Level zu bringen. Es ist wirklich sehr leicht zu machen. In dem Moment, wenn ich dich darum bitte, deine Augen aufzumachen und dann wieder zu schließen, wird es für dich ein Signal sein, eine warme Welle der Entspannung an deinen Körper zu senden, sodass dein Körper sich sofort um ein Vielfaches tiefer entspannt. Du sollst es einfach wollen und es wird dann ganz schnell passieren. Okay, öffne jetzt deine Augen und jetzt schließe deine Augen und send eine Welle der Entspannung durch deinen ganzen Körper. Um Vielfaches entspannter. Um Vielfaches tiefer. Sehr gut. Nutze deine eigene Vorstellungskraft und stelle dir einfach vor, wie dein ganzer Körper mit einer warmen, sicheren Decke der Entspannung umhüllt ist. Ab diesem Zeitpunkt wird dir jeder Atemzug, den du machst, dabei helfen, dich immer tiefer und tiefer zu entspannen. So, gleich werde ich dich wieder darum bitten, deine Augen aufzumachen und wieder zu schließen. Und wenn du deine Augen aufmachst und wieder schließt, wenn ich es dir sage, verdopple die Entspannung, die du jetzt bereits hast. Mach die Entspannung doppelt so tief. Du musst es einfach nur wollen. Und es wird nach deinem Willen auch so geschehen. Okay, öffne deine Augen. Und jetzt schließe deine Augen und verdopple die Entspannung. Lass vollkommen los. Erlaube dir jeden Muskel und jeden Nerv tiefer als je zuvor zu entspannen. Sehr gut machst du das. Okay, in dem Moment, in dem ich dich gleich noch einmal bitte, deine Augen aufzumachen und wieder zu schließen, verdopple deine Entspannung noch einmal. Lasse die Entspannung noch einmal doppelt so tief werden. Okay, mache deine Augen jetzt auf und schließe deine Augen. Tiefer, tiefer und noch tiefer entspannen. Lass alles vollkommen los. Sehr gut. Ich möchte jetzt, dass du eine Tour durch deinen ganzen Körper machst und schaust, ob irgendwo an deinem Körper noch irgendwas verspannt ist. Wenn du selbst eine kleine verspannte Stelle findest, dann sende einen kleinen Hauch der Entspannung an die jeweilige Stelle und löse so die Verspannung auf und lasse vollkommen los und erlaube es dir, noch viel tiefer zu entspannen. Wenn du dich jetzt mit jedem Atemzug und mit jeder Sekunde, die vergeht, weiterhin entspannst, sei dir dessen bewusst, dass du nicht in einen Schlaf verfällst. Du bist einfach nur entspannt. Du kannst alles um dich herum sehr klar und deutlich hören. Der einzige Unterschied ist nur, dass jedes Geräusch, das du hörst, dich immer weiter tiefer entspannen lässt. Das Einzige, was dich aber wirklich interessiert, ist nur meine Stimme. Aus diesem Grund erlaube es jedem Geräusch und auch meiner Stimme, dich immer tiefer in die Entspannung zu bringen. Jedes Geräusch, das du hörst, bringt dich dazu, dich immer tiefer und tiefer zu entspannen. Du machst das sehr gut. Du hast jetzt deinen Körper wunderbar entspannt. Ich möchte aber, dass du dich jetzt noch viel tiefer entspannst. Ich möchte jetzt, dass du deine Psyche so gut entspannst, wie du eben leicht und wunderbar deinen Körper entspannt hast. Wenn sich deine Seele entspannt, bist du noch vollkommen bewusst. Nur der ganze Druck, den man vom Leben hat, verschwindet völlig und du fühlst dich wunderbar.
Es ist sehr leicht, eine mentale Entspannung zu erlangen, und ich werde dir auch dabei helfen. In dem Moment, wenn ich rückwärts ab der Zahl 100 zähle, mit jeder Zahl, die ich aufzähle, erlaube es dir, dich immer tiefer und tiefer zu entspannen. So tief, so schön und so friedlich. Mit jeder Zahl. In anderen Worten, mit jeder Zahl, die ich aufzähle, erlaube es deiner Seele, immer tiefer und tiefer zu entspannen. Bei der Zahl 97 angelangt oder sogar früher, wenn du es so möchtest, wirst du deine Seele schon so tief entspannt haben, dass du gar nicht nach weiteren Zahlen schauen wirst. Du wirst einfach feststellen, dass die restlichen Zahlen, die nach der Zahl 97 kommen würden, einfach verschwunden sind. Du hast einfach alle Zahlen, die danach kommen würden, aus deinem Bewusstsein raus entspannt und fühlst dich danach einfach nur fantastisch. Es ist schön, endlich mal die ganzen Zahlen loszuwerden. Diese Zahlen verfolgen dich den ganzen Tag. Es ist wunderschön, sie einfach mal für eine kurze Zeit verschwinden zu lassen. Sie sind jetzt für dich nicht mehr wichtig. Du musst einfach nur wollen, dass es passiert. Und es wird dann sehr, sehr leicht dazu kommen. Okay. 100. Entspanne dich mental doppelt so tief. Fühle, wie deine Seele dabei ruhiger, klarer und friedlicher wird. 99. Entspanne dich mental nochmal doppelt so tief und lasse langsam die Zahlen immer dunkler und durchsichtiger werden und mache so, dass die Zahlen langsam verschwinden. Merke, wie gut es sich anfühlt. Merke, wie deine Seele sich immer friedlicher, entspannter und ruhiger anfühlt. 98. So wunderschön, so ruhig, so entspannt, so friedlich. Immer tiefer und tiefer, immer tiefer und tiefer. Noch eine Zahl, und wenn sie noch nicht weg sind, dann lassen sie jetzt einfach alle verschwinden. 97. Lasse sie jetzt alle gehen. Lasse sie alle gehen. Mach, dass sie alle weg sind. Sie sollen alle aus deinem Bewusstsein verschwinden. Du brauchst sie nicht mehr. Falls sie jetzt noch da sind, dann lösche sie alle. Lass sie alle verschwinden. Nur du kannst es tun. Ich kann es nicht für dich tun. Lasse sie einfach alle gehen und sie werden gehen, wenn du sie dazu bringst. Sie sind nicht wichtig für dich und du kannst dich von ihnen befreien. Aber falls sie jetzt noch nicht alle weg sind, mache dir deshalb keine Sorgen. Sie werden einfach verschwinden, wenn ich jetzt einfach weiter rede. Ich möchte jetzt, dass du deinen Körper und deinen Geist zusammen als Team entspannst. Dieses Mal werde ich von 10 bis 1 zählen. Mit jeder Zahl, die ich nenne, erlaube es deiner Seele und deinem Körper, sich immer tiefer zu entspannen. Wenn ich dann die Zahl 1 erreicht habe, bist du mental, seelisch, geistig, spirituell viel, viel mehr entspannt als davor. Du musst es einfach wollen. Du musst es fühlen und du wirst merken, wie gut es sich anfühlt. 10. Dein Geist wird viel entspannter und viel friedlicher. 9. Erlaube allen deinen Problemen komplett zu verschwinden. 8. Tiefer und tiefer entspannen. 7. Tiefer, viel tiefer entspannen. 6, 5,
4, 3, 2, 1. Erlaube jedem Atemzug, dir dabei zu helfen, dich viel tiefer zu entspannen. Du hast jetzt eine Entspannung erreicht, die mit jedem Atemzug immer tiefer und tiefer wird. Erlaube es dir jetzt, mit jedem Wort, was ich sage, dich viel, viel tiefer zu entspannen. Erlaube es dir, mit jeder Sekunde, die vergeht, dich viel, viel tiefer zu entspannen. Erlaube es dir, mit jedem Herzschlag, den du spürst, dich viel, viel tiefer zu entspannen. Und je tiefer du dich entspannst, desto wohler fühlst du dich. Und je wohler du dich fühlst, desto tiefer entspannst du dich. Immer tiefer und tiefer. Immer tiefer und tiefer. Mit jedem Wort, was ich sage. Immer tiefer und tiefer. Lasse vollkommen los. Konzentriere dich nur auf meine Stimme. Jedes Geräusch, das du hörst, bringt dich dazu, dass du dich noch viel, viel tiefer entspannst. Und jedes Wort, was ich sage, bringt dich dazu, dass du dich immer tiefer und tiefer entspannst. Sehr gut machst du das. Du möchtest dein Selbstbewusstsein stärken. Aus diesem Grund hörst du dir diese Hypnose an. Und du möchtest wahrscheinlich dein Selbstbewusstsein stärken, damit du mehr in deinem Leben erreichst. Damit du das, was du dir von deinem Leben wünschst, auch erfüllen kannst. Damit du beliebt bist bei den Menschen. Damit du besser in sozialen Situationen auskommen kannst. Damit du einen Beruf findest, der dir wirklich Spaß macht. Einen Job, der dir wirklich Spaß macht. Damit du alles in deinem Leben so machen kannst, wie du es möchtest. Damit du in jedem Lebensbereich die volle Leistung erzielen kannst. Und das ist sehr gut. Und das können wir auch zusammen sehr leicht erreichen. Der Mensch braucht ein sehr hohes Selbstbewusstsein und einen sehr großen Selbstwertgefühl, um an seine Ziele zu kommen. Vielleicht magst du denken, dass du eventuell genug Selbstbewusstsein hast, aber es ist wirklich so, dass um wirklich große Ziele im Leben erreichen zu können, man auch sehr großes Selbstbewusstsein braucht. Man muss sich an vieles wagen. Man muss viel im Leben riskieren. Und man muss in jedem Bereich die volle Leistung erzielen, um wirklich an die gewünschten Ergebnisse zu kommen. Man soll auch standhaft sein und an seinem Ziel dranbleiben und nicht aufgeben. Und für das alles brauchst du ein Selbstbewusstsein, was man nicht so leicht zerstören kann. Ein sehr, sehr hohes Selbstbewusstsein. Und aus diesem Grund brauchst du auch Disziplin, damit die Hypnose ihre volle Wirkung entfalten kann, musst du sie dir jeden Tag anhören. Du kannst dir eine bestimmte Zeit dafür wählen und kannst sie dir um die Uhrzeit immer anhören. Und vom Tag zu Tag wird die Wirkung von der Hypnose immer stärker und stärker sein. Und nach 30 Tagen ist die Hypnose so tief in deinem Unterbewusstsein verankert, so dass es danach alles automatisch läuft. Aber die 30 Tage musst du durchstehen. Mit jedem Wort, was ich sage, erlaube es dir, dich immer tiefer zu entspannen. Ich werde jetzt weiterreden und mit jedem Herzschlag, den du spürst,
erlaubest dir, dich immer tiefer und tiefer zu entspannen. Und wie ich bereits davor gesagt habe, musst du die Einstellung besitzen, dass dir die Suggestionen gefallen und dass sie bei dir funktionieren werden. Denn nur dann kann die Hypnose wirklich ihre volle Wirkung entfalten. Sehr gut. Du bist eigenständig, selbstbewusst und voller Unabhängigkeit und Willenskraft. Du hast deinen Geist für deine innere Geborgenheit geöffnet, die bereits in dir schlummerte. Du hast dich verwandelt. Du bist selbstbewusst. Du denkst selbstbewusst, sprichst selbstbewusst. Und dieses Selbstbewusstsein strahlst du auch nach außen aus. Du bist unabhängig und voller innerer Sicherheit. Du bist sowohl innerlich als auch äußerlich selbstbewusst. Dein inneres Selbstbewusstsein ist jetzt an die Oberfläche gelangt, hat sich weiterentwickelt. Du erschaffst eine neue, positive Realität. Jetzt spürst du die ganze Wärme und Freude des Lebens, während du dich von jeglicher Negativität loslöst. Von nun an siehst du bei allem, was dir im Leben passiert, die positive Seite. Du siehst positive Gelegenheiten in allem, was dir widerfährt. Dein positives Denken resultiert in ein positiveres Leben. Du spürst ein allgemeines Wohlgefühl und mentale Ruhe. Du hast mit dir selbst Frieden geschlossen und mit der Welt und mit jedem auf der Welt. Jeder Tag, der vergeht, bringt dir mehr und mehr positive Ergebnisse dank deiner veränderten positiven Denkweise. Dein Selbstwertgefühl steigt, dein Selbstbewusstsein steigt. Du fühlst dich, was dein Leben betrifft, enthusiastisch und du freust dich auf kommende Herausforderungen. Von nun an atmest du das Leben mit neuem Optimismus ein, mit neuer Begeisterung. Dein glückliches, selbstbewusstes inneres Ich ist nun erschienen. Du bist ein positiv gestimmtes Individuum, das Probleme als Möglichkeiten sieht und interpretiert. Du bist geduldig, entspannt und jederzeit harmonisch ausgeglichen. Du lässt alle Gefühle, die auf der Angst basieren, wie Vorwürfe, Eifersucht, Schuldgefühle, Wut und Habgier los. Diese negativen Emotionen sind nur Teil deiner Vergangenheit und du nutzt sie nur noch als Bausteine für eine positivere Zukunft. Du bist unabhängig und selbstverantwortlich und dir ist bewusst, dass dir nichts im Wege steht, deine eigene Realität aufzubauen. Deine Seele ist still und ruhig wie Wasser. Du bist jederzeit ausgeglichen. Das bedeutet, dass du körperlich entspannt, geistig gelassen und mental konzentriert und wachsam bist. Du bist in jeder Situation selbstbewusst und dir deiner Sache sicher. Du behältst einen ruhigen Verstand bei und lässt nur positive Gedanken zu. Du hörst auf, dir Sorgen über Dinge zu machen, du nicht beeinflussen oder ändern kannst. Du bist selbstbewusst und mental mit dir selbst im Reinen. So, ich möchte, dass du jetzt deine ganze Vorstellungskraft benutzt. Stell dich bitte in 10 Jahren vor. Stell dir vor, es sind jetzt 10 Jahre vergangen und du siehst praktisch deine Zukunft. Wie möchtest du, dass dein Leben in diesen 10 Jahren aussieht?
Wer möchtest du sein? Als was möchtest du arbeiten? Wie soll deine Familie aussehen? Und so weiter und so fort. Stell dir alle Details ganz genau vor. Stelle dir jede Kleinigkeit vor. Stell dir vor, wie du dich fühlst. Stelle dich in deinem Auto vor, wie du jetzt gerade im Auto fährst. Stelle dir alles so bildlich wie möglich vor. Es ist wichtig, dabei die Gefühle wirklich zu spüren. Spüre, wie du wirklich sein möchtest. Spüre, wie du dich in dem Moment fühlst. Denke daran, wie siehst du da aus? Wie sehen deine Freunde aus? Wie sieht dein Leben aus? Was für ein Haus oder was für eine Wohnung besitzt du? Wie möchtest du ganz genau in diesen 10 Jahren sein? Ich gebe dir jetzt die Zeit dafür und währenddessen, während du das Ganze visualisierst, erlaube es dir, dich immer tiefer und tiefer zu entspannen. Ich gebe dir jetzt kurz Zeit dafür und bitte versuche alles so lebhaft wie möglich zu visualisieren und die ganzen Gefühle zu spüren. Sehr gut hast du das gemacht. Jetzt möchte ich, dass du dir zu Hause einen Platz wählst. Es kann auf deinem Sofa sein, es kann auf deinem Bett sein oder auf irgendeinem Stuhl. Du sollst dir da einfach bequem machen und das wird dein Platz für die nächsten 30 Tage sein. Wenn du dich auf diesen Platz hinsetzt oder hinlegst, wird dich ein Gefühl von Selbstbewusstsein überkommen. Du fühlst dich richtig selbstbewusst. Ich möchte, dass du jetzt mitmachst und diese ganzen Gefühle spürst. Spüre, wenn du dich auf diesen Platz hinsetzt oder hinlegst, wie in dir das Selbstbewusstsein steigt. Spüre, wie du immer mehr und mehr unabhängig wirst. Spüre, wie deine Willenskraft immer stärker und stärker wird, wie du immer eigenständiger wirst, wie du dich immer sicherer fühlst, wie du das Selbstbewusstsein ausstrahlst. Spüre das Ganze, so stark es nur geht. Und wenn ich jetzt einmal schnipse, spürst du es doppelt so stark. Sehr gut, spüre die ganzen Gefühle, spüre, wie das Ganze hochkommt und spüre, wie du von Sekunde zu Sekunde dich immer besser fühlst, wie du dich immer selbstbewusster fühlst, wie es dir immer besser geht und wie du in diesen Zustand kommst, den du immer fühlen wolltest. Spüre das ganz, ganz tief und ganz, ganz stark. Sehr gut machst du das. So. Jetzt möchte ich, dass du dich nochmal doppelt so tief entspannst. Immer tiefer und tiefer entspannen. Immer tiefer und tiefer. Sehr gut. So, jetzt möchte ich, dass du wieder zu diesem Platz gehst und dich dann entweder hinlegst oder hinsetzt. Und sobald du dich da hinlegst oder hinsetzt, spürst du, wie diese ganzen Gefühle wieder aufkommen. Du spürst dieses Selbstbewusstsein. Du spürst diese Stärke in dir. Du spürst diese Kraft in dir.
Du spürst, wie du dich immer sicherer fühlst, wie du dich immer selbstbewusster fühlst. Du spürst, wie dein Selbstwertgefühl wirklich von Sekunde zu Sekunde steigt. Du fühlst dich eigenständig, selbstbewusst und deine Willenskraft wird immer stärker und stärker. Und wenn ich jetzt einmal schnipse, werden diese ganzen Gefühle nochmal doppelt so stark. Sehr gut, doppelt so stark. Doppelt so stark werden die ganzen Gefühle und du fühlst dich immer besser und besser von Sekunde zu Sekunde. Du fühlst dich einfach richtig selbstbewusst und dir geht es sehr, sehr gut. Und das Gefühl wird immer stärker und stärker. Sehr gut machst du das. So, jetzt erlaube es dir, dich nochmal viel tiefer und tiefer zu entspannen. Immer tiefer und tiefer entspannen. Jetzt bitte ich dich gleich noch wieder zu diesem Platz zu gehen und dich da wieder hinzusetzen und hinzulegen. Du sollst dir das Ganze wirklich so stark, wie es nur geht, vorstellen. Und egal, ob du dich hinsetzt oder hinlegst, es soll wirklich bei dir zu Hause sein. Denn du sollst selber dann die Übung durchführen. Und sobald du dich hinsetzt oder hinlegst, dann sofort diese ganzen Gefühle spüren. Und jetzt machen wir weiter. So, ich möchte, dass du dich wieder in deinen Gedanken auf diesen Platz hinlegst oder hinsetzt. Und jetzt kommen wieder diese ganzen Gefühle auf, sobald du dich da hinsetzt oder hinlegst. Du fühlst dich noch fitter, du fühlst dich besser, dein Selbstbewusstsein steigt. Du fühlst dich immer sicherer und sicherer. Dein Selbstwertgefühl steigt immer mehr und mehr, noch viel, viel mehr als davor. Und du fühlst dich voller Sicherheit. Du strahlst dein Selbstbewusstsein einfach richtig nach außen aus. Und du spürst die innere Geborgenheit in dir. Du spürst, dass du voll unabhängig bist. Du spürst, wie deine Willenskraft immer mehr und mehr steigt. Und jetzt bitte ich dich, jetzt nochmal vorzustellen, wie du wirklich sein möchtest, dass du das Ganze jetzt nochmal visualisierst, dass du ein ganz genaues Bild von dir und deiner Zukunft in deinem Kopf hast und ich lasse dir jetzt die Zeit dafür. Sehr gut machst du das. Und jetzt erlaube es dir, dich immer tiefer und tiefer zu entspannen. So, jetzt möchte ich, dass du wieder in deinen Gedanken dich hinlegst oder hinsetzt auf diesen Platz, den du dir ausgesucht hast. Und sobald du dich hinlegst oder hinsetzt, spürst du, wie die ganzen Gefühle in dir hochkommen. Du spürst, wie das Selbstbewusstsein in dir steigt und das noch viel, viel stärker als zuvor. Spüre das, spüre diese Gefühle, spüre, wie du dich richtig eigenständig fühlst, spüre, wie du dich selbstbewusst fühlst, spüre, wie gut es dir geht, spüre die innere Sicherheit in dir, spüre diese unendliche Willenskraft in dir, spüre, dass du wirklich alles in deinem Leben erreichen kannst. Sehr gut machst du das. Und sobald ich jetzt mit meinen Fingern schnipse, werden die ganzen Gefühle nochmal doppelt so stark. Sehr gut, doppelt so stark. Immer stärker und stärker werden die ganzen Gefühle. Sehr gut machst du das. Sehr gut. So, jetzt möchte ich, dass du mit mir zusammen sagst, ich bin selbstbewusst. Ich bin selbstbewusst. Ich bin voller Selbstbewusstsein. Und du sollst das mit Überzeugung sagen. Du sollst es wirklich mit viel Energie sagen. Und es ist egal, wo du dich gerade befindest. Sag es laut
mit der Energie, die dafür nötig ist. Sag es mit den Gefühlen. Es ist wichtig, die Gefühle dabei zu verwenden, denn die Gefühle festigen die Suggestion nochmal viel tiefer und tiefer. Sag mit mir zusammen: Ich bin eigenständig. Ich bin eigenständig. Wiederhole zusammen mit mir: Ich bin eigenständig. Ich bin eigenständig. Fühle dabei die Gefühle. Ich bin selbstbewusst. Ich bin voller Willenskraft. Ich spüre die Sicherheit. Ich spüre die innere Sicherheit. Ich spüre, wie mein Selbstwertgefühl vom Tag zu Tag steigt. Ich spüre, wie mein Selbstwertgefühl vom Tag zu Tag steigt. Ich spüre, wie ich jeden Tag immer sicherer und sicherer werde. Ich spüre, wie ich vom Tag zu Tag immer sicherer und sicherer werde. Ich ziehe immer mehr und mehr Leute an, wie ein Magnet. Ich ziehe immer mehr und mehr Leute an, wie ein Magnet. Die Menschen lieben mich. Die Menschen lieben mich. Die Menschen lieben mich. Ich bin was Besonderes. Ich bin ein besonderer Mensch. Ich bin was Besonderes. Ich bin ein besonderer Mensch. Die Menschen lieben mich. Die Menschen lieben mich. Ich bin voller Willenskraft. Ich kann alles in meinem Leben erreichen. Ich kann alles in meinem Leben schaffen. Ich werde alles in meinem Leben schaffen. Ich werde alles in meinem Leben erreichen. Ich werde alles in meinem Leben schaffen. Ich bin voller Willenskraft. Ich bin voller Willenskraft. Ich denke positiv. Ich denke positiv. Ich lasse mich nicht von negativen Dingen ablenken. Ich lasse mich nicht von negativen Dingen ablenken. Ich erschaffe selbst meine Realität. Ich erschaffe selbst meine Realität. Sag es zusammen mit mir laut: Ich erschaffe selbst meine Realität. Spüre diese ganzen Gefühle. Es ist sehr wichtig. Spüre die Gefühle. Mach es so stark, wie du nur kannst. Es gibt so etwas wie das Scheitern nicht für mich. Alles, was ich mache, führt mich zum Erfolg. Alles, was ich mache, ist ein Schritt näher zu meinem Erfolg. Ich werde vom Tag zu Tag immer mutiger und mutiger. Ich werde vom Tag zu Tag immer mutiger und mutiger. Ich lasse keinen Platz in meinem Kopf für negative Emotionen. Ich lasse keinen Platz in meinem Kopf für negative Emotionen. Ich werde vom Tag zu Tag immer selbstbewusster. Ich werde vom Tag zu Tag immer selbstbewusster. Ich habe vor nichts Angst. Ich habe vor nichts Angst. Niemand kann mich aufhalten. Niemand kann mich aufhalten. Ich werde vom Tag zu Tag immer selbstbewusster. Ich werde vom Tag zu Tag immer selbstsicherer. Ich werde vom Tag zu Tag immer stärker und stärker. Ich werde vom Tag zu Tag immer stärker und stärker. Niemand kann mich aufhalten. Niemand kann mich aufhalten. Niemand kann mich aufhalten. Ich werde vom Tag zu Tag immer stärker. Ich werde vom Tag zu Tag immer stärker. Sehr gut machst du das. Je öfter du dir die Hypnose anhören wirst, desto stärker werden die Suggestionen. Und vom Tag zu Tag werden die Suggestionen immer stärker und stärker und prägen sich immer tiefer und tiefer in dein Unterbewusstsein ein. Genau das sollst du dann die 30 Tage lang, nachdem du die Hypnose gehört hast, für 5 Minuten machen. Du sollst dich auf diesen Platz hinsetzen oder hinlegen und dann sollst du diese ganzen Gefühle spüren und dann sollst du auch deine Zukunft visualisieren und es soll so stark und so intensiv sein, wie es nur geht. Und dann sollst du diese ganzen Sätze aufsagen, die wir jetzt zusammen aufgesagt haben. Und das sollst du zusammen mit der Hypnose 30 Tage lang machen.
Okay. Jetzt werde ich bis zu der Zahl 3 zählen. Bei der Zahl 3 machst du deine Augen auf. Du fühlst dich frisch, du fühlst dich sehr locker, du fühlst dich glücklich, du fühlst dich entspannt und dir geht es wirklich sehr, sehr gut. 1. Komme langsam wieder in deinen normalen Zustand zurück. 2. Dein Puls und dein Blutdruck kriegen für dich die optimalen Werte. Bei der Zahl 3 machst du deine Augen auf, du fühlst dich pudelwohl, dir geht es so gut wie lange nicht mehr, du fühlst dich glücklich, du fühlst dich frisch. 3. Mach deine Augen auf. So, hallo, da bin ich wieder. Ich hoffe, du bist aus der Hypnose erfolgreich rausgekommen. Wie gesagt, je öfter du dir die Hypnose anhören wirst, desto stärker sind dann die Suggestionen von der Hypnose, desto stärker steigt dein Selbstbewusstsein und desto besser fühlst du dich jeden Tag. Also am besten wirklich jeden Tag 30 Tage lang die Hypnose anhören, damit wirklich die Suggestionen fest in das Unterbewusstsein eingeankert werden. Und ja, jetzt kommen wir zu meiner kleinen Überraschung. Und zwar habe ich für dich einen kostenlosen Crashkurs erstellt zum Selbstbewusstsein stärken. Du bekommst 10 Schritte zum großen Selbstbewusstsein komplett kostenlos. Da erkläre ich dir wirklich in 10 Schritten und mit Übungen und mit Details und mit Beispielen, wie du dein Selbstbewusstsein wirklich stärken kannst. Der Link zu dem kostenlosen Crashkurs ist unten in der Beschreibung. So, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlasse mir bitte einen Daumen nach oben. Like auch meine Facebook-Seite, der Link ist unten in der Beschreibung. Und ansonsten abonniere meinen Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Und wir sehen uns in dem nächsten Video und bis dahin, Peace.